Willkommen zu Ihrer wöchentlichen Dosis KI, gesponsert von Maestro Music Enterprises. Gehen Sie zu maestromusik.de mit dem Buchstaben K im Wort Musik und erleben Sie sich unsere lizenzfreien Streaming-Dienste für Bars, Hotels und Restaurants an. Verabschieden Sie sich von der GEMA. Hier die wichtigsten Themen der Woche. Apple testet ApoGPT, ein eigenes generative KI-Tools. Das Unternehmen baut dazu ein eigenes Large Language Models und entwickelt einen internen Chatbot. Der Funktionsumfang ist das Zusammenfassen von Text und Beantworten von Fragen aus den trainierten Daten. Die Veröffentlichung wird für nächstes Jahr erwartet. Apple kommt vielleicht zu spät, aber ApoGPT kann mit seinem Ökosystem in kürzester Zeit Millionen von Nutzern erreichen. Google arbeitet an Genesis, einem KI-Tool für Journalisten, das Nachrichten schreibt. Google arbeitet an einem KI-Tool, Genesis, um Details zu aktuellen Ereignissen und andere Informationen aufzunehmen, um Nachrichtentexte zu erstellen. Es ist nicht schwer, sich eine LLM vorzustellen, der sich speziell mit dem Archiv einer Nachrichtenorganisation beschäftigt, um den Schreibstil zu erlernen. Letzte Woche hat sich OpenAI ihre Kooperation mit Associated Press verkündigt. Das Ziel ist potenzielle Anwendungsfälle für generative KI in Nachrichtenprodukten und Diensten zu entwickeln. OpenAI hat benutzerdefinierte Anweisungen veröffentlicht, ein umfangreiches Update für ChatGPT. Es gibt ihnen mehr Kontrolle über die Antworten, indem es Anweisungen festlegt, die sich das Modell in allen Gesprächen merken soll. Meta hat Llama V2 veröffentlicht, ein Open-Source LLM, das kommerziell genutzt werden kann. Es umfasste 2 Billionen Token und hatte die doppelte Kontextlänge von LLama. Das Modell kommt in drei Größen mit 7, 13 und 70 Milliarden Parametern und wurde laut Meta mit 40% mehr Daten trainiert als Llama V1. Llama V2 ist bereits auf Azure verfügbar und wird bald auf AWS und Hugging Face verfügbar sein. Und das ist ein Rap. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche mit weiteren Neuigkeiten zu KI und Technologie. Dies war eine Episode Ihres wöchentliche Dosis KI Podcast, gesponsert von Maestro Music Enterprises. Gehen Sie zu maestromusik.de mit dem Buchstaben K im Wort Musik und sehen Sie sich unsere lizenzfreien Streaming-Dienste für Bars, Hotels und Restaurants an. Verabschieden Sie sich von den Zahlungen der Verwertungsgesellschaften und Aufführungsrechteorganisationen. Beifall!